Ja, traurige Meldung hat uns heute Vormittag ereilt. Der Toni Erdmann-Darsteller Peter Simonischek nämlich ist tot. Der Österreicher ist im Alter von 76 Jahren vergangene Nacht nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte auch das Wiener Burgtheater. Er war in zahlreichen Rollen auf der Bühne, im Film und Fernsehen zu sehen. International bekannt wurde er durch die Vater-Tochter-Geschichte Toni Erdmann. Der Streifen war ja 2017 für den Oscar als bester internationaler Film nominiert.